Und damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play Mirror's Edge. Ihr Freerunner und Parkourer da draußen. Ja, wir befinden uns in einer Welt, die so aussieht. Und was haben wir denn Extras? Freischaltbare Inhalte. Face-Skizzen. Aha. Ah, das ist interessant. Der Koffer. Der Koffer. Intro? Bitte. Ach nee, halt. Stopp. Das kriegt ihr ja noch alles mit. Denn wir beginnen mit der Story nochmal neu. Ich habe schon angefangen und die Einstellung so ein bisschen rumgedödelt, ne? Ja. Wir spielen auf normal, glaube ich. Schwer und leicht ist zu einfach. Schwer ist zu schwer und leicht ist zu einfach. Und das ist der Trailer. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Schubs. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Ja, am Rande des Spiegels, on the mirror's edge, wisst ihr. Falsches Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an, schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Okay, ich kenne das schon, deswegen... Shift links, nach unten, Tab sind Ziele, lerne die Grundlagen der Bewegung und des Momentums kennen. Die Grundlagen, grundlegende Steuerung, was haben wir schon? Bla bla, klettern, okay. Laufen wir. Rennen! Springen wir mit Leertaste den Spalt vor dir, das ist klar. Oh, das war knapp. Shift links fest. Okay. Ups. Ah, da. Da. Und eine Rolle. Das war eine kleine Rolle. Hi, Faith. Willkommen zurück. Danke, Mädel. Im roten Hemd. Ja, komm, los geht's. Hui. Stacheldrahtzaun, egal. Folge Celeste. Alles klar, weiter geht. Na, du hast Nerven. Speedboard. Batz. Bestimmt geht's da nicht gerade weit runter. Nee, hätte ja jetzt nicht gesagt. Hätte ich mal gar nicht gesagt. Warum schon? Ah. Würde mal sagen, hier lang. Sag's mal. Sag's mal. So, Mädel in roten Hemd, zeig uns, wo es lang geht. Ja. Und hüpp. Und hüpp. Und nach oben. So, wir schauen uns erstmal die Landschaft an. Ich muss sagen, gefällt mir die Grafik. Gefällt mir echt. Alles klar. Und hüpf. Ah, gescheitert. Haben wir es schon mal verkackt. Zeigt uns das nochmal, damit wir es nochmal probieren können und nochmal verkacken. So, diesmal nehme ich
Anlauf. Was tut der Henker? Zack. Ist klar, ne? Es wäre vielleicht ganz geil, wenn sie noch anzeigen würden, welche Tasten für solche Fehler wie mich. Ja. Und hoppala. Weiter nach oben? Ne, willst du nicht. Dann hoppala. Und hoch, Mädel. Sehr gut. Ja. Vorsprung? Angelst du dich nach rechts und links? Der Zaun hier ist verhindert, der nach oben. Sieh um die... Achso. Sieh um die linke Ecke. Wäre vielleicht nett zu lesen, die Tipps. Den Weg nach oben zu suchen. Dann suchen wir uns mal den Weg nach oben. In den Himmel! Dun, dun, dun. So, einmal mit der Ecke. Geht auch nicht gerade tief runter, ne? Ich kann gerade nicht nach unten gucken. Naja. Mit Leertaste stehst du auf. Den Move, da lag ich nicht lange dran, muss ich sagen. Weil der ist einfach geil. Leertaste, cool, Leertaste. So. Zack. Und jetzt über den Vorsprung. Tolles Trainingsgelände, ja? Finde ich cool. Finde ich ein gutes Trainingsgelände. Dr. Dave. Lustiges Geräusch. Ja, genau. Realitätsgrad 100%. Und hüpp. Mit Leertaste, nee, mit Shift links. War knapp. War knapp, Süße. Hast du gemerkt, ne? Halt, Shift links, um nicht zusammenzurollen, dann keiner... Die hat sich aber nicht zusammengerollt eben. Zack. Ah. Ich hab's nicht gelesen, drücke Shift. Was war das denn gerade? Warum haben wir Schaden bekommen? Drücke Shift links, kurz vor dem Boden, um nicht abzurollen, das hatte ich nicht gelesen. Zack. Als Sprungbretter? Ja, okay. Komm schon. So. Und da klingelt doch glatt mein Telefon. Nur mal leid, Freunde. Ach. Ja. Tut mir leid. Ich guck mich noch ein bisschen um, vielleicht entdecken wir noch irgendwas. Irgendwas. So. Mark will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los. Maustaste 1. Achso. Batz. Oh ja, geh nach unten. Voll in den Bauch. Batz. Was? Nice. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen entwaffnen üben. Ja klar, schieß auf mich. Mhm. Soll ich mal auf sie? Okay. Wirklich, toller Sound. So, leer. Wie? Oh Gott. Lass die Waffe fallen. Okay. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und deinen einzelnen Kampf ausschalten, Faye. Zack. Weg. So. Wenn du aktivierst, aktivierst du die Zeitlupe. Wenn Reaktionszeit verfügbar ist, blaues Fadenkreuz. Du kannst deine Gegner problemlos in Waffen. Reaktionszeit erzeugst du, indem du rennst. Ja, ist klar, ne? Boah, diese Zeitlupe.
irgendwie ist der so zeitlupig. So. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faye, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bereit! Bis später, Faye. Ciao. Wir sehen uns wieder, Mädel. Was möchtest du jetzt tun? Ich möchte spielen. Okay. Ja, ist klar, ne? Das Spiel ist eher so ein... Ah, Moment. Electronic Arts Presents. A DICE Production. Mirror's Edge. Also ich mach grad gar nichts, ne? Mädel? Finanzbezirk, 13:58. Alles klar! Willkommen bei... Willkommen bei Mirror's Edge! Wir sind schon mal vom Dach gefallen. Achso, ich wollte da wieder hochklettern, naja. Hey, ich wollte doch im letzten Mal eine Rolle machen. Und los geht's schon mal. Und... sag einfach mal, wo müssen wir denn hin? Zum Funkturm. Ah, da! Da, Funkturm. Zoomen kann man nicht, das ist egal. So. Mädel, hoch mit dir. Und hopp. Achso, ich wollte eigentlich die Tür einschlagen. Naja, hat nicht ganz geklappt. Ein Balanceakt. Achso, ja genau. Moment. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Eine Kamera. Are you filming us? Ja. Komm hier nochmal hoch. Mal Wall Jump. Ein Mini Wall Jump. Oh, top. Wie heißt denn eigentlich? Ich hab's gerade eben gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich glaube Faith oder so, ne? Willst du bezahlt werden, Faith? Willst du essen? Dann beweg dich. Willst du bezahlt werden? Na klar, will ich bezahlt werden. So, los, komm. So. Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sie ist schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bringe den Koffer, sie übernimmt deine Welt. Ist ja gut, jetzt chill mal da drüben dein Leben. Ich weiß nicht, wie geht's hier weiter? Ah, gar nicht geht's hier weiter. Das ist super. Dann nochmal. Aber ich war doch direkt neben dem Seil. Jetzt machen wir mal so und so. Komm, zack. Hoppa! Komm! Willst du mich verarschen? Das Rohr ist direkt vor dir. Du nimmst es nett in der Hand. Naja, soll mal recht sein. So. Next 3. Vielleicht... Grrrt. Ja, hier hing ich auch direkt ganz am Anfang mal... Zack. Und jetzt hier und... Direkt zwischen die zwei Rohre. Du willst mich doch ärgern, liebes Spiel. Du willst mich doch ärgern. Wahrscheinlich gibt es einen ganz anderen Weg und wir finden ihn noch nicht. Aber nee, unsere Runner View, die uns alles rot anzeigt, wo wir irgendwie lang müssen, sagt...
Da! Das Rohr ist direkt vor mir. Direkt hier in the front of me. Weißt, ich spring jetzt mal an das andere. Na. Geht doch. Müssen wir rüber? Nee. Ah nee, da ist eine rote Tür. Helikoptere, City Eye. Na dann weg hier. Wir sind ja nicht gerade Film gehen. Roter Flur, roter Flur. Der Funk läuft deswegen Highspace. Klingt aus einer Parkopf zu dir unterwegs. Sie haben ein Ziel von den Nachrichten, Heli. So. Zack. Ja, Scheiße. Nein! Hey, lassen Sie den Kommissar sonst eröffnen wir das Feuer! Ja, das macht ihr doch so oder so. Ist klar. Ja, ist doch gut, Junge. Ich werde hier von Cops verfolgt. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Ja, dieser Vogel. So. Oh. Ups, da habe ich wohl den Abgang verpasst. Naja, nochmal. Ich will die nicht ausschalten. Ich will die nicht ausschalten. Ich renne besser. Kriegst mich nicht. Bin schneller. Batz. Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. So, machen wir es mal so, dann haben wir ein bisschen links gespart. Scheiße. Ich wollte mich im letzten Moment abrollen. Tja, was war das? Klang wie eine Bombe. Und hopp. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Bitte was? Ja, nee, ist klar, ne? Warren! Klar, ich kann Painted sehen. Ist klar, ne? So. Hätten wir das auch geklärt. Nein! Scheiße! Ah! Hätten es geklärt und schon stößt mal ab. Also, man muss echt aufpassen, was man hier sagt. Zack. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Ist klar, ne? Zack. Und zack. Mit dem Knie in der Fresse. Und der War Run. Und um die Ecke. Und zack, 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 zack. Klar, ich kann Painted sehen. So, weg mit der Waffe, die brauchen wir nicht mehr. So, hoch, Mädel. Ah, sehr gut. Sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Beeil dich, die GPS klingt an dir. Ah. Hey, wirf den Koffer rüber. Und hepp. Bitte schön. Okay, ich übernehme. Okay, jo. Die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Kommst du? Shit, hau ihr ab, los! Ach du Scheiße. Nehmen wir die Tür mal ganz souverän. Du musst von dem Dach runter, ich glaube... Ja. So nicht. Aber ich hätte jetzt erstmal den Heli mitgenommen. Ja. So, dann überspringen wir das schnell. Und los geht's. Zack. Lieber Heli, sei bitte endlich. Na, endlich. Ah, Gott. Geil. Hey, der hat eine geile Farbe. Rote Kufen mit weißem Heli. Dreh, dreh, dreh.
Ach so, ich dachte gerade. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Hey. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Okay, come back to base. Da sind wir auch schon. Ja, warum haben die auf uns geschossen? Im Trailer wurde doch gesagt, die Bullen lassen uns in Ruhe. Cops. Tut mir leid. I'm sorry. Dafür muss ich mich entschuldigen. Irgendwie genau da ist immer ein kleiner Haken, wenn ein neues Kapitel geladen wird. Ist immer ein Haken. Merc's Lair. 4.35 Uhr. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Merc. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuchst zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merc. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey! Merc! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich! Alles klar! Anscheinend müssen wir ihre Freundin oder sowas retten. Ihre Schwester, hat sie gesagt. West bin fast da! Hey, was immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid! Sie ist meine Schwester! Ah, okay. Ich versuche rauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Kleinen Moment, den haben wir leider nicht. Und los geht's, wir sind wieder da. Und ja. Zack, und hoch mit dir, komm. Hopp, ups. Da haben wir doch glatt verfehlt. Wow, war nur Hochspannung. Okay, okay. Dann nehmen wir den doch nicht. Zack, und Hände dran und hoch mit uns. Warum ist dieses Rohr rot? Na, Karte. Oh. Hahaha. Warum ist dieses Rohr rot? Hä? Es ist mitten in der Landschaft. Verstehe ich gerade nicht. Ah, Solarandach. Das ist klar, ne? Okay, ich wollte gerade eine Rolle mal wieder machen, eine Parcours-Rolle. So, hier nehmen wir nochmal ein bisschen Anlauf und Q. Einmal umgedreht und hier. Drake, mal mit gelben Stress am West Arlen bei Post Thomas. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. Ja, voll in den Stacheldraht. Ist echt super. Und hier dran und fallen lassen. Falsche Taste. Hände dran und... Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Und... Jöp. Höp. Mädel. Ärger mich nicht. Und hier. Und hopp und hopp. So. Jetzt aber. So. Ach nee, ne? Verarschen. Und los. Hui. Ha, die Rolle richtig hingekriegt. Und Tür eingetreten. Well. Ist auch keiner da, ne? Ach nee, war es nicht eben Sonntag? F? E. Ah. Mit E interagieren wir.
Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Ja. Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen für Paradies. Das hatte ich auch noch nie, ey. Werbung im Aufzug. Das hatte ich echt nur, also hier so plakatmäßig, ne? Aber dass da eine schwätzt. Also, komm, wir klettern mal ein bisschen in den Aufzug rum. Oder legen uns hier auf den Boden. Nee, geht auch nicht. Aber ich finde es eine coole Grafik, das muss ich nochmal sagen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Finde ich echt eine coole Grafik. Aha. Schön hier. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten, vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Kopf kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Okay, okay, ich verzieh mich ja schon. Danke. Bitte. Komm her, Süße. Oh. So, los geht's. Hallo? Steuerung? Wenn du nicht mehr weiter weißt, brauchst du Hilfe. Ist klar, ne? Dann halte Alt links gedrückt und lass dir die richtige Richtung anzeigen. Ich will aber die falsche. Hier nach! Shit! Scheiße, Cops! Alter, das leckt! Das leckt wie Sau! Alter! Alter! Geh doch! Ich will doch! Ah! Was leckt das so? Was ist da los? Moment, Moment. Erstmal hier, ne? Also ich habe die Grafik auf... hoch. Aber die Grafikkarte muss es locker schaffen. Du willst mich verarschen? Mausempfindlichkeit, Mausinvertieren. So, los geht's. Na, müssen wir es halt kurz leckend hinkriegen. Naja. Muss auch mal sein. Kein Computer ist der Beste. Das Wortteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Mann! Wieso komme ich da zum Henker nochmal nicht hoch? Ist das der richtige Weg? Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Alles klar. Ich hätte gern... Hallo? Ach, da ist eine Treppe. Ja, eine Glaswand. Da ist eine Tür.
Ah! Das leckt wie Sahara-Hau. What the fuck, da ist einer. Und jetzt? Alter, komm schon. Alter. Ah, immer diese Wege zu finden, das ist schwer. Komm schon. Wahrscheinlich schmeißen die gleich die Lüftungsanlage an, dann sind wir hier. Ah, gegrillt. Scheiße. Ah, die pfeffern hier rein. Nein. Lasst uns in Ruhe, ihr Cops. Ja, das war der falsche Weg, würde ich sagen. Eieiei. Und los geht's. Hier lang. Und hepp. Hätte ich vielleicht abrollen sollen. Scheiße. Was wollt ihr, Cops, eigentlich? CC-News-Gebäude. Ah, nee, ist klar, ne? Ich werde hier beschossen und du machst einen auf chillig. So. Geh rein, such dir Deckung. Wo ist eine Tür? Ich brauche eine fucking Tür. Nee, nichts klar. Ein Koffer. Geil. Nach oben würde ich sagen. Nach oben ist immer gut. Shit on it, ey. Wo müssen wir denn lang? Komm schon, komm schon. Geht's um die Ecke. Ja. Aber nicht weiter. Müssen wir wohl hier lang. Scheiße. Sackgasse. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon, Faith. Komm schon. Hand dran und hoch. Ah. Mann, die guten Solaranlagen. Rein hier. Oh, Alter. Scheiße. Da kamen Cops. Zack. Yes. Erstmal ausatmen, ey. Gott. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast dir in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Ja, ist gut, ne? Ich finde es cool, die Schuhe irgendwie. So ein großer Zeh und der Rest, ne? Secure and reliable connections. Roundtable. City Eye Channel News for Alley News. City Eye.
Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, wurde in seinem Büro am West Island Drive tot aufgefunden. Bestätigten Berichten zufolge erlag er den Verletzungen aus einer einzelnen, präzise zugefügten Schusswunde am Kopf. Wow, ich will doch nur Nachricht gucken, Leute. Chillt mal. Ich habe hier Speisenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja. Alles klar. Ich wollte nur mal schnell Nachrichten gucken. Aber ein Runner entkommt. Das sind wahrscheinlich wir, würde ich mal sagen, ne? So, und wir rennen einfach mal. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Breaking der News. Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope. Ich habe hier Speisenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Nein, zum Hängen normal. Jetzt falle ich da wieder runter. Ach, ein Wallrun, kann das sein? Ich meine, ein bisschen Zeit haben wir ja. Wir können ja kurz noch gucken. Jetzt ist blau, jetzt können wir... Ich überlege gerade, ob wir die mal ausschalten sollten. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeister. Nee, besser nicht. Ich habe hier Speisenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ah, ja, genau. Ein Wallrun war's. Scheiße. Wow. Komm schon. Batz. Sie versuchen sich einzuketten, schlag dich zur Blase durch. Oh. Ja, leicht verfehlt das Teil. Ist auch nicht so einfach. Nein, nicht schon wieder hier. Ich glaube, wir machen nochmal eine kleine Folgenpause. Bevor wir weitermachen. Und sie ist in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.